Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg, Rückgewinnung der Relikte oder genauer gesagt hier um den Ring der Selbstreflexion. Dafür befinde ich mich natürlich im neuen Gebiet Kotir bei der Zuflucht des Hüters, etwa bei 6121. Denn dort müssen wir zuerst einmal einen Schlüssel kaufen, um am Schluss die Truhe hier unten bei etwa 4470 zu öffnen. Und diesen Schlüssel können wir zuerst einmal hier bei diesem Archivar kaufen, also beim Rosuir. Aber wir benötigen hier zuerst einmal diese Stufe 2 beim Archivarskodex und auch 25 von der neuen Währung, von der kategorisierten Forschung. Und dann können wir eben den Schlüssel kaufen, den wir benötigen. Und zwar ist das hier dieser Schlüssel der inneren Kammern. Das habe ich bereits getan. Aber eben hier können wir dann diesen kaufen. Ist jetzt leider nicht mehr vorhanden, weil ich den bereits im Inventar habe. Aber eben der sollte hier ebenfalls an dieser Stelle dann sein. Dann können wir hier gleich weitergehen. Und zwar mache ich hier einen Weg ohne Hilfsmittel und ohne spezielle Klasse. Also eben man kann zum Beispiel hier auf die untere Insel zurzeit mit dem Dämonenjäger kommen oder halt mit dem Goblin-Bausatz. Ich werde halt einfach einen Weg zeigen, wo man halt einfach einmal sterben muss, um rüber zu kommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier unten sind. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und zwar bei 4558, eben im südlichen Teil. Und hier an dieser Stelle werde ich jetzt dann gleich hier runterspringen, damit ich danach halt auf der anderen Insel auf dem Friedhof lande. Normalerweise sollte es dann auch so sein, dass dann hier der Leichnam erscheint, damit man sich dann auf der anderen Insel dann halt wiederbeleben kann. Danach, wenn man dann die Truhe gelootet hat, am besten mit dem Ruhestein wieder zurückgehen, damit man da sich nicht noch einmal töten lassen muss. Aber eben am besten zieht man alles aus, aber ich springe jetzt hier runter und dann lande ich hier auf der anderen Seite der Insel, beziehungsweise halt auf der südlichen Insel. Vielleicht wird man dann halt eben in einem späten Verlauf dann ohne Probleme hier rüberkommen, denke ich mal, dass man da vielleicht auf diese Brücke dann rüber sozusagen schweben kann. Aber zurzeit gibt es halt nur diese Möglichkeit oder eben für die Dämonenjäger oder mit einem Goblin-Bausatz. Dann werde ich jetzt hier in der Verstollenheit durchgehen, weil das Problem ist halt eben, wir müssen natürlich hier runtergehen und überall sind hier Gegner. Aber ansonsten kann man hier wirklich durchreiten lassen und dann vielleicht am anderen Ende dann sich die Gegner besiegen. Sollte jetzt nicht das allzu schlimmste Problem sein. Aber dann müssen wir hier runtergehen. Und hier hinten ist dann die Truhe. Hier ist eben diese kotianische Reliktschatulle. Und eben auf der Map finde ich mich gerade hier. Einfach wieder öffnen, ganz normal. Den Ring rausnehmen, Quest annehmen und dann müssen wir einfach wieder hier oben die Quest abgeben und dann hat es dann bereits dann diesen Erfolgsabschnitt ebenfalls dann erledigt. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Erfolgsabschnitt ebenfalls zu bekommen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!